Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute geht es darum, wie wir uns einen eigenen Skin machen auf einem eigenen Fahrzeug. Genau, das ist eigentlich gar nicht so schwer, im LS ein eigenes Fahrzeug sozusagen, einen eigenen Skin drauf zu klatschen. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach direkt an. Wir haben hier dieses Fahrzeug, das ist der Mercedes E-Klasse Sedan vom Atompferd. Und dieses Fahrzeug wollen wir heute zusammen zu einem Feuerwehrfahrzeug machen, zu einem KDOW. Und in diesem Video will ich euch einfach damit auch zeigen, das ist nicht schwer, das könnt ihr auch. Und jo, dann lasst uns gleich anfangen. Zum Skin machen braucht ihr das Programm Paint.net. Das ist ein Programm, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Damit könnt ihr Texturdateien bearbeiten, so zum Beispiel diese Texturdatei hier. Wenn ihr euch dann das Fahrzeug runtergeladen habt, also ich habe mir jetzt den hier runtergeladen, Link übrigens auch in der Videobeschreibung zu diesem Fahrzeug. Dann öffnet ihr dort den Mod-Ordner. Also halt den Ordner zu dem Mod. So. Wenn ich habe mir jetzt schon einen Mod-Ordner drin, aber ihr geht einfach in den Downloads, hier ist dann euer Mod drin. Ich öffne den einfach hier in meinem Mod-Ordner. Ich hoffe auch, meine Stimme hört sich soweit gut an. Die ganze Woche war sie jetzt ein bisschen verschnupft. Genau, und deshalb habe ich jetzt gedacht, gut, jetzt dürft ihr so langsam wieder gehen. Jetzt mache ich das Video. Also, ich habe mir den hier. Ihr öffnet euch dann diesen Mod, der bei euch im Download-Ordner wahrscheinlich ist. Wenn ihr ihn runtergeladen habt, wenn nicht, dann ist er bei euch auch im Mod-Ordner. Genau, und dann haben wir hier diese Übersicht. Ich habe hier das Programm WinRAR. Ihr könnt den Mod aber auch einfach entpacken und dann ganz normal mit einem ganz normalen ZIP-Datei. Wenn ihr die ganz normal entpackt, dann müsst ihr halt nachher wieder dran denken, dass ihr sie packt. Hier gehen wir dann in den Textur-Ordner. Dort haben wir hier mehrere Texturdateien. Wenn sie bei euch nicht so ein Ding haben, kein Problem, dann klickt ihr einfach Rechtsklick und öffnen mit Paint.net. Aber bei mir habe ich das eben schon so gemacht und deshalb sieht es bei mir so aus. Wir gucken uns dann einfach hier mal so ein bisschen um. Wir haben hier dann die UV-Datei. Wichtig, was ist eine UV? Das ist eine Körperdatei sozusagen von diesem Fahrzeug. Wir können die uns hier schon mal angucken. Hier haben wir ein Taxi-Ding. Das ist aber keine UV-Datei. So, kann ich falsch geschlossen. So, müssen wir oder oben schließen. Wir wollen ja. So, hier haben wir eine schöne UV-Datei, wie zum Beispiel die Taxi-Datei. Muss genau so aussehen. Also eine schöne UV-Datei haben hier, wo halt alle einzelnen Dateien dabei sind. Also ja, hier haben wir alle Flächen, die einfärben sollen. Also wir Skin ist eigentlich nichts anderes wie die Textur von einem die Textur zu entfernen. Ja. Mehr ist es nicht. Ist also relativ einfach eigentlich und auch überhaupt kein großes Ding. Deshalb wollen wir jetzt den Feuerwehrskin machen. Deshalb erkläre ich euch kurz alle Funktionen. Also ihr habt ja die UV-Datei, ihr habt es hier so geöffnet und dann erkläre ich euch die einzelnen Werkzeuge. Mit diesem, mit dem rechteckigen Auswahl können wir bestimmte, die können wir rundherum machen und bestimmte Bereiche auswählen. Mit dieser Auswahl können wir dann verschiedene Sachen machen. Hier haben wir dann noch eine elliptische Auswahl. Wir können hier also die wildesten Sachen machen. Und wir haben eine kreisrunde Auswahl. Also die wildesten Sachen können wir machen. Was kann ich mit dieser Auswahl eigentlich, was haben die alles zu bedeuten? Wir haben hier einmal den Zauberstab. Da können wir verschiedene Sachen auswählen. Das erkennt das Programm dann selbstständig, was wir eigentlich auswählen wollten. Also in Farbdateien, wie ihr seht. Das ist eigentlich eine relativ coole Funktion, weil somit können wir dann verschiedene Bereiche detaillierter skinnen, ohne den kompletten Bereich neu machen zu müssen. Also finde ich schon mal sehr cool. Das ist auch so eine Auswahl, gehört zu den vier ersten. Das nächste machen ist ein kurz Escape. Escape heißt immer Auswahl, wollen wir dann wegnehmen. Escape heißt immer Auswahl wegnehmen und wichtig, wenn ihr irgendwas einen Schritt nachher machen wollt, müsst ihr Escape drücken, damit ihr auch dieses komplette bearbeiten könnt, auch außerhalb der Auswahl. Wir haben hier den Farbeimer. Im Farbeimer, wie schon der Name sagt, können wir Flächen füllen. Wir haben hier zum Beispiel das Gelbe und ich sage, das will ich schwarz haben. Klicken wir einmal drauf, da haben wir schwarz. Wie wir diese Farbe hier ändern können, haben wir hier unten ein Fenster. Wenn ihr die Fenster nicht habt, dann geht ihr auf. Oh Mann, wo war das nochmal? Das war doch irgendwo bei Fenster da oben. Uiuiui. So,
Das war bei. Uiuiui, ich glaube, es war bei Farbe. Keine Ahnung, also. Ich kann nicht. Ich schreibe es in die Videobeschreibung oder füge es hier nochmal per Cut ein, wenn ich drauf gekommen bin. Gut, aber hier haben wir dann ein Fensterding. Und hier können wir uns Farben auswählen. Wir haben die kleine Auswahl. Das ist die hier. Und mit der können wir verschiedene. Ja, wir haben hier verschiedene. Primärfarben, die halt immer wieder benutzt werden, so sozusagen Grundfarben. Wenn wir aber detaillierter wollen, haben wir hier einmal den Farbkreis, damit können wir auch rumspielen. Oder wir können hier mit der Transparenz und so ein Zeug rumspielen. Das wollen wir jetzt aber alles nicht. Genau, wir haben hier noch die Farbpipette. Damit können wir zum Beispiel eine Farbe auswählen. Also wenn es zum Beispiel sagt, oh, das Gelb, genau dieses Gelb will ich weitermachen. Dann klickt ihr mit dem Pad drauf und ihr seht, hier unten wird es hingemacht. Ihr könnt immer mit zwei Farben arbeiten. Ihr könnt hier so sozusagen wechseln mit dem Pfeil hier rechts und links. Wir haben hier noch den Pinsel, mit dem können wir rumkritzeln. Also falls ihr irgendwas Pinselartiges draufschreiben wollt. Genau. Wenn ihr jetzt was gemacht habt, was ich nicht will, könnt ihr einmal hier oben im Verlauf, könnt ihr das rückgängig machen, indem ihr einfach so macht. Bis dahin. Ja, so, noch nicht. Dann klicken wir einfach dahin. So, und dann haben wir das schon zurückgängig gemacht. Oder wir drücken eben Strg Z, bis alles wieder weg ist. Dann haben wir hier noch den Zeichenstift. Und ihr seht, damit können wir genau dasselbe machen. So, drücken wir Strg Z, bis alles weg ist. Dann, wir haben hier einen Stempel. Wir können hier also was klonen. Er konnte nicht gefunden werden. Genau, wir haben ja auch keine Auswahl getroffen. Aber wenn wir zum Beispiel hier den Zauberstab hier auswählen, glaube ich, dürfte funktionieren. So. Nee. So, Klick. Also mache ich es auch zum ersten Mal, weil es nicht braucht. So, jetzt haben wir irgendwas geklont. Egal, also das ist jetzt nicht wichtig. Mit dem Textding, also mit dem T, können wir Texte schreiben. Ihr seht, wir können hier jetzt rund auf der Tastatur rumhauen. Wir können hier einmal die Schriftgröße bestimmen. Mache ich mal 216, ist zwar ein bisschen groß. Wir können hier bestimmen, ob wir es jetzt mittig haben wollen oder halt wo wir es bündig haben wollen. Wir haben hier, also wie ihr seht, und dann haben wir hier fett, kurvig oder unterstrichen. Das können wir auch noch hier oder durchgestrichen. Dann können wir scharf, wenn hier haben wir verschiedene Modis, mit denen wir es haben können. Genau. Dann können wir hier noch die Schriftart auswählen. Da sind auch einige drin drinne. Und wenn ihr welche dazu haben wollt, müsst ihr euch neue installieren. Wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann zeige ich euch das auch. Gut. So, jetzt können wir das rückgängig machen, den Text brauchen wir nicht. So. Wir haben hier noch die Ecken. Wir können hier also sozusagen Vierecke zeichnen, die wir aber im Moment nicht brauchen. Können hier also verschiedene Vierecke machen und diese dann auch schön rumbewegen. Zum Bewegen haben wir hier einmal die Ecken. Können wir hier verziehen natürlich. Wenn wir hier oben drücken, können wir es natürlich überall hin verschieben. Wenn wir Shift drücken, können wir es gleichmäßig groß ziehen, damit es auf allen Seiten gleich groß bleibt, so wie das Ding ist. Damit eben irgendwas nicht vergrößert oder verkleinert wird, unnötig vergrößert oder verkleinert wird. Wir können es drehen, hier oben am Ankerpunkt. Und wir können den Ankerpunkt festlegen, indem wir das hier einfach irgendwie verschieben. Und dann ist der Ankerpunkt jetzt schon gleich woanders. Das ist vor allem einfacher, wenn wir genau das Zeug, wenn wir was umdrehen wollen. So, jetzt haben wir die Ecke auch wieder weg. Wir haben hier ausgewählte Pixel verschieben. Also wenn wir jetzt einfach so verklicken, haben wir das komplette ausgewählt. Wir können aber auch hier eine Auswahl machen, wie ihr seht. Und dann können wir das hier nehmen und das hier rumschieben. Das ist also ausgewählte Pixel verschieben wir somit. Wenn wir einen ausgewählten Bereich verschieben wollen, zum Beispiel hier, dann klicken wir auf das unten drunter, dann tun wir die Auswahl verschieben, wenn wir uns irgendwie gesagt haben, so grob haben wir es, aber ich möchte es hier irgendwie noch schief darstellen und so ein Zeug, das können wir mit der, ja, mit der Auswahl verschieben. Wir können hier ranzoomen mit der Lupe und wieder rauszoomen, dasselbe können wir hier unten. Also ja, ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach. Gut. Mit der Hand können wir uns hier so ein bisschen fortbewegen. Es geht auch per wenn wir das Mausrad links und rechts drücken und hoch und runter zoomen. Gut. Wir können den Farbverlauf machen.
seht ihr, da färben wir alles mal kurz ein. Wir können radieren, damit können wir Stellen wegnehmen. Das ist auch ein sehr interessantes Feature meiner Meinung nach. Wir können hier dann zum Beispiel, wir haben jetzt hier einen ganz kleinen Kreis, wir können hier oben mal eintragen, wie groß der Kreis sein soll. Und damit können wir hier Zeug rauslöschen, was ich auch sehr cool finde. Genau. Wir können hier die Pipette auswählen, die habe ich ja schon erklärt. Neu einfärben können wir hier Sachen. Also ja, wir haben das hier. Wir wollen das jetzt aber neu einfärben. Zum Beispiel hier können wir einfach so mal einen bestimmten Bereich auswählen und dann können wir den einfärben. Gut. Wir können noch Linien und Kurven zeichnen. Ups, was war denn das jetzt? So. Mal zurück, gehen wir mal raus hier. So. Wir können noch Kurven und Linien zeichnen. Das ist irgendwie eine etwas dickere, weil wir hier die Pinselstärke auf einem höheren hatten. Die Pinselstärke stellen wir wieder auf 1. Da haben wir hier eine ganz normale, hier oben können wir die Pinselstärke einstellen, also wie dick jetzt die Schnur sozusagen sein soll. So. So, so. Gut. Das sind so im Grunde die wichtigsten Features, die ihr kennen müsst. Und jetzt wollen wir natürlich diesen Feuerwehrskin machen. Und im Grunde ist das relativ einfach. Ein Feuerwehrskin ist rot. Gut. Ich glaube, das sollte so langsam jedem klar sein. Das heißt, wir wählen hier einen schönen Rot aus. Wir haben hier einen ganz guten roten Totfarbton. Sollen wir den nehmen oder den? Dann nehmen wir den. Dann färben wir hier mal alles mit dem Farbeimer rot ein. Also alle grauen Flächen färben wir jetzt rot ein. So. Dann machen wir noch den da. Standard Rot, bester Rot, bester Rot, bester Rot. Wie gesagt, also Skin ist echt nicht schwer. Das kann so gut wie. Alles, was jetzt grau ist, machen wir jetzt mal auch grau. Machen wir jetzt mal rot, außer die Hinhalter. Die brauchen wir nämlich nachher noch für was anderes. Noch rot. Obwohl, das lassen wir mal so. So, also jetzt schon Z heißt ja immer wieder zurück machen. Da vorne noch hier das oder Heck, dann machen wir das noch rot, das noch rot. Also wichtig auch die Kleinteile rot machen. Und seht ihr, wenn sich so verdickt, sofort Strong Z drücken, weil das macht den unsauberen Skin so ein bisschen. Dann nochmal neu einfärben. Boom. Und ihr seht, hier haben wir jetzt so Raster. Also hier wirklich der Hervorstoß sieht hässlich aus. Das heißt, wir wählen hier was aus. Machen wir einen Kastenauswahl. Gucken jetzt Strom C, also Steuerung C und Steuerung V. Damit können wir es kopieren und dann ziehen wir es einmal schön hier rüber. Dann können wir einfach so eine Art rote Fläche drüber ziehen. Und dann haben wir das auch schon. Ja, wir haben jetzt nicht mehr die hässlichen roten Flecken. Gut. Da haben wir hier noch rot, da noch rot. Jo, dann haben wir es sogar fast schon. Machen wir noch die Seitenklappenrot. Hier noch das Rot. Also wirklich, dass wir alles einfärben, wenn wir eine Grundfläche darstellen wollen. Also das ist jetzt unsere rote Grundfläche, von der wir ausgehen. Deshalb wollen wir natürlich das nicht als Polizeifahrzeug lassen. Das heißt, wir machen das Polizei weg. Das machen wir, aber nicht, indem wir einfach irgendwie rot ausfüllen, weil es sehr hässlich aus. Wir machen hier einfach Strg, also Steuerung C und Steuerung V und dann setzen wir einfach eine rote Fläche drüber. Das ist meiner Meinung nach die einfachste Art und Weise, da heranzugehen. Deshalb machen wir jetzt hier Steuerung V. Wir nehmen noch das alte. Steuerung V. Wir nehmen noch das alte. So, jetzt ist das Polizei schon weg. So, das Hybridfahrzeug, das ist zwar eine schöne Sache, aber ich finde, das stört mich eher an dem Fahrzeug. Das machen wir genau dasselbe. So. Da oben haben wir es auch nochmal. Jetzt ziehen wir das auch einmal rüber. So, jetzt haben wir da noch ein bisschen was übrig bleibt, was übersteht. Wählen wir einfach nochmal was aus. Oh, so, okay. Und dann haben wir schon die übelsten, da halt die größten Dinger raus. Machen wir hier auch nochmal. Und dann sieht das Kind auch nicht mehr nach Polizei aus.
Ja. Das Heck auch schon mal fertig. Jetzt haben wir, seht ihr, ich habe einen Fehler gemacht. Hier haben wir die Dinge. Jetzt bringen wir etwas zum Fett. Obwohl, nee, diese Dinger sind da gar nicht. Wir haben gar keinen Fehler gemacht. Dann lassen wir das. Sieht auch schon irgendwie blöd aus, wenn auf der einen Seite keine sind. Das heißt, ich füge mir mal kurz hinzu. Geht ganz einfach, indem wir hier eine Auswahl machen. Diese Auswahl ein bisschen verschieben. So, und dann färben wir die. So, wie diese Seiten hier, färben wir unsere Auswahl ein. Ihr seht, das ist ganz einfach. So, dann machen wir Profis drauf bauen, dann können wir zum Ding selber basteln. So, den Abstand circa. Wenn wir gerade sehen, ah, hier geht es jetzt über, wir wollen es aber so wie hier, dann machen wir da einfach so eine Linie. Hier quer an. Oh, falsch. So. Muss man natürlich noch die Inselstärke rausnehmen. So, und die machen wir einmal gelb. Da können wir die aber erstmal in die richtige Position bringen. Also die löschen wir dann mal raus. Machen wir Inselstärke 1. Die färben da einmal so gelb. So, machen wir, müssen wir das nochmal machen. Weil die kann man nachher im Nachhinein nicht einfärben. Machen wir jetzt einmal gelb, dann ist hier schon der Block getrennt und dann können wir die andere Seite hier noch nicht getrennt. Jetzt kurz angucken, warum es nicht getrennt ist. Noch eigentlich getrennt ist. Können wir eigentlich bedenkenlos einfärben. Oder wir ziehen einfach jetzt eine gelbe Auswahl drüber. So kann ich natürlich auch mal hier ein bisschen schräger hin. Ihr seht, hier haben wir die einzelnen Pixel. Können hier also schon einzelne Pixel erkennen. Genau. So, also so. Ja, ist relativ easy. Angucken kann man hier. Oh Mann, Fehler. Haben wir nochmal eine Auswahl. Damit wir die auch gerade hinkriegen. Mit dem hier verpixelt verändern können. So, und ihr seht, jetzt haben wir ja auch schon ein schönes Set wieder hingekriegt. Gut, jetzt haben wir hier den Skin. Und das wollen wir natürlich über ein bisschen Feuerwehr hinschreiben. Wir wollen den Feuerwehr-Skin so ein bisschen verändern, beziehungsweise beibehalten. Jetzt färben wir erstmal die ganzen Dinger hier ein in Gelb. So ein. Also ihr merkt, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man halt gewissenhaft seine Aufgabe macht. Ist eigentlich relativ einfach, aber einfach so denken, ja, das ist jetzt wichtig. Ihr seht in jedem Skin so ein bisschen Mühe und Arbeit reinfließen lassen. Und dann sehen die auch ganz hübsch aus. Übrigens, wenn ihr was über die UV raus macht, ist das in den meisten Fällen nicht schlimm. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel jetzt einen Strich hin mache, ist eigentlich schlimm, der wird nicht übernommen, weil der übernimmt nur die Flächen, die für den Skin ausgewählt sind und das ist keine ausgewählte Fläche für den Skin. Das heißt, ihr könnt da bestimmte Wörter hinschreiben. Sorry, und die werden trotzdem nicht übernommen. Könnten es natürlich auch weiß färben, da hätten wir einen weißen Feuerwehr, also dass wir hier weiße Dinger dran haben, statt gelb. Ich finde den gelben ganz cool. Also ihr könnt euch hier echt kreativ ausleben. So. Gut.
Jo, das hatten wir jetzt eigentlich schon. Jetzt fehlt natürlich nur die Feuerwehraufschrift. Obwohl, wir machen hier noch die Färben der Rot. Nee, blöd aus. Also ihr seht, wenn euch irgendwas blöd vorkommt, wenn es irgendwie blöd aussieht, dann lasst das einfach. Vielleicht sieht es nicht hundertprozentig wie im Original aus, aber das ist dann in dem Moment auch egal. Gut. Jetzt wollen wir natürlich hier auf Heck einmal Feuerwehr draufschreiben. So, wir haben das rote Schiff drin. Machen wir kurz weiß. Hier ist natürlich nicht die richtige Schriftart. Ne? Machen wir noch die Schrift ein bisschen kleiner. So, 190 sind etwa. Nein, nicht so groß. Machen wir 170. Ist zwar noch riesig, aber wir müssen ja erst noch unsere Schriftart auswählen, die wir haben. Ich nehme immer sehr gerne wieder. Noch ein bisschen groß. Nochmal 130. Genau. Finde ich ganz hübsch. Da können wir das auch so machen. Gut. Jetzt schauen wir hier noch auf Heckfeuerwehr. Sage ich mal. Kleiner, mal 40. Ja, 40 ist schon klein. 50 und da können wir hier Feuerwehr hinten ins Eck reinschreiben. Genau, dann machen wir hier Feuerwehr auf die Seite. Machen wir mal 100. Und jetzt auch die Tür hier. Jetzt überlegen wir jetzt halt, wir machen den gelb. Können wir aber gleich machen. Feuer. Mal schön auf die Tür hier. Gut, kommt jetzt nichts drauf und dann machen wir auch nichts drauf. So, jetzt färben wir das Ganze mal gelb ein. Also die Schriften. Haben wir es vorhin vergessen. Aber im Nachhinein können wir das immer noch machen. Solange Untergrund und Schrift nicht dieselbe Farbe haben, also wenn wir Schrift verstecken wollen, also mit dem Untergrund bündig machen wollen, dann würde ich empfehlen, einfach eine kopierte Fläche drüber machen, weil wir sonst noch Randabschnitte der Schrift sehen. Aber wenn es gerade so wie hier geht, dann können wir die Schriften ruhig einfärben. Gut, dann haben wir es soweit. Und einen schönen Feuerwehr-Skin. Können wir natürlich noch irgendwie eine Stadt hinzufügen. Oder wir können natürlich alles Mögliche machen, aber für meinen Teil reicht es schon so. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Skin-Datei haben, die wir spiegeln müssen, dann tun wir einfach hier eine Auswahl haben. Zum Beispiel das Feuerwehr, das will ich jetzt gespiegelt haben auf die andere Seite. Dann machen wir es einfach so. Strong C. V. So. Da haben wir hier die Auswahl. Wir könnten sie jetzt hier, genau, damit sie komplett identisch ist, auch die andere UV noch drauf machen, wie wir könnten so machen. Weil ich will jetzt zum Beispiel, was ich jetzt nicht möchte, wir haben zum Beispiel eine Skin-Datei, die wir spiegeln müssen. Wir ziehen einfach von der einen Ecke auf die andere und schon haben wir Feuerwehr gespiegelt. Wenn wir jetzt hier die Shift-Taste gedrückt halten, dann können wir es auch machen, dass es symmetrisch bleibt. Also, dass es nicht verzerrt wird. So. Und jetzt schon haben wir es gespiegelt. Das ist vor allem wichtig, wenn wir eine Skin-Datei haben, die gespiegelt werden. Gut. Jo, und das war's eigentlich schon. Jetzt kann ich euch noch ein bisschen zeigen, wie man die Ingame, weil Ingame ist wichtig, auch eine Sache. Nämlich, wir speichern das einmal, Strong S. Wichtig ist, dass es eine DDS-Datei ist. Also, können auch hier nochmal sehen, hier wichtig, DDS muss ausgewählt sein. Jo, da haben wir jetzt gespeichert und schließen das Ganze. Bei WinRAR stellt dann normalerweise, so, ich habe es ja hier mit denen geöffnet, stellt normalerweise dann die Frage, die Datei in UV Polizei H wurde verändert, wollen die Datei im Archiv erneuern? Drücken wir auf Ja. Das kann etwas dauern, normalerweise nicht.
Gut, ich habe sie ja schon im Mod-Ordner, danach zieht ihr sie euch einfach in den Mod-Ordner, dann öffnet ihr euer Spiel. Müssen wir jetzt warten, bis es ersetzt. Zugriff verweigert. Also jetzt machen wir es nochmal. Ne, jetzt müssen wir uns die Namen nicht nochmal machen. Oh Mann. Gut. Aber wir haben jetzt den Skin gemacht. Genau. Wenn wir den Skin jetzt gemacht haben, dann gehen wir jetzt einfach mal in unser Spiel. Wichtig, wir verändern keine Dateinamen. Das ist absolut wichtig. Wir dürfen keine Dateinamen verändern. Weil sonst findet ihr die Skin-Dateien nicht. Und dann startet ihr euer Spiel, macht den Mod rein und dann habt ihr es auch schon gemacht. Gut, das war es eigentlich auch schon mit dem Skin. Wichtig, nichts verändern an den Namen. Und so, jetzt habe ich euch alle so ein bisschen die Funktionen erklärt. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist echt anstrengend, habt aber noch eine Frage, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare. Ich antworte gerne drauf. Oder ihr wollt das ein bisschen ausführlicher, bestimmte Schritte, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare, dann mache ich dazu auch noch ein Video. So, aber das war es erstmal dazu, von meiner Seite. Wie gesagt, seid am Samstag denn dabei, da baue ich dann live in der Stuttgart mit. Da könnt ihr ein bisschen zugucken, ein bisschen mit uns tratschen. Da haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Zeit dazu. Genau, und dann bis zum nächsten Mal. Euer General. Ich zeige jetzt noch ein paar Streams, die ein paar Leute auf uns im Team gemacht haben, damit es einfach ein bisschen anspruchsvoller oder halt ansprechender für euch ist. Dann, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.